Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist halt wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, schau mal, hier in der Mitte, das ist unser Spielfeld und wir werden, naja, gegen ganz, ganz verschiedene Runden an Monstern kämpfen. Und schau mal, das sind verschiedene andere Level, die wir uns auch hätten ausruhen können. Zum Beispiel gibt es hier die Wüste, da könnten wir drin spielen. Aber ich glaube, wir sollten erstmal leicht anfangen. Und wir nehmen hier erstmal das Gras und ich würde sagen, wir drücken direkt mal auf Start. Oh, sehr cool. Und Moment mal, das ist Runde 1. Oh, stimmt. Und Moment mal. Oh, wir müssen uns jetzt erstmal was bauen, oder? Oh, das stimmt. Guck mal, Kater, oben läuft die Zeit ab und wir müssen uns wirklich richtig doll beeilen, hier alles richtig doll sicher zu bauen und die bösen Monster in der Nacht wegzuschnetzeln. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir die Map gewonnen. Und guck mal, auf der rechten Seite können wir uns neu ein paar Punkte sammeln und uns dann zwischen den Runden, also tagsüber, neu ein paar Sachen kaufen. Oh, stimmt. Okay, ich mache uns erstmal eine Spitzhacke und hole damit ein bisschen Steini, okay? Ja, und du musst unbedingt deinen Steinschwert für uns beide machen. Ja, deswegen. Und oh, sehr gut. Zack, zack. Und was soll ich machen? Ich sehe hier gar keinen Stein. Ah, da ist Stein, okay. Die halbe Zeit ist schon oben. Schneller! Ja, das schafft es schon. Okay, ich brauche eigentlich nur 4 Steine, oder? Ich nehme mal noch mal ein bisschen mehr Stein mit, falls wir uns vielleicht noch ein Schwertchen machen sollen. Und okay. Wir brauchen später auch Eisen. Oh, stimmt. Okay, ich komme hoch. Kannst du mir schon mal helfen, eine Treppe zu machen? Ja, oder so. Und hups, 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 hups. Und Moment mal, jetzt mache ich uns schnell ein paar Schwertleins. So. Oh, schnell, Kater, schnell. Oh, gleich ist es Nacht. Oh Gott, oh keine Gott, Sorge. Und zack, so. Ich habe 4 Schwertchen, also 2 für dich. Bitte und bitte. Und eigentlich können wir sonst nicht mehr machen, außer vielleicht uns schon mal eine Treppe nach unten bauen. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Da brauchen wir auf jeden Fall eine richtig gute Spitzhacke für den nächsten Tag, damit wir noch mehr Stein holen können. Oder halt auch schon Eisen. Oh, stimmt. Daytime und ist rum. Die Zombies kommen, die werden weggeschnitten. Und da kommen die. Ich stelle okay. Die weg, Katja. Okay, okay, Oh, oh. Ja. Zack und zack und zack und zack. Okay, das geht, das geht, das kriegen wir hin. Ja. Und zack und zack und zack und zack und ich habe schon mal welche. Sehr gut. Und zack, die werden auch weggeschnetzelt. Ich habe schon 3 und das hier ist der 4. Ich habe auch 4 schon. Hast du noch Hilfe? Nein, hat geklappt. Und Moment mal. Warst du schon? War es die erste Runde? Ich glaube, das war die erste Runde. Jetzt ist es Nacht und gleich dürfte es wieder Tag werden. Und wir haben es geschafft. Und jetzt können wir uns richtig gut ausrüsten. Oh, stimmt. Und Moment mal, was gibt's hier alles? Ah, wir können das tauschen. Okay, zum Beispiel 2 verrottetes Fleisch gegen einen Apfel. Das mache ich mal, ja? Und guck mal, hier können wir uns Upgrades kaufen, wenn wir wollen. Und Moment mal, hier gibt's Spinnenaugen. Hier können wir uns Blöcke kaufen. Hier können wir uns Items kaufen. Ah. Hier können wir uns Tiere kaufen. Ich will einen Hundi. Ah, giftige Kartoffeln. Auch sehr cool. Ein Hundi kostet 40 Credits und ich habe 4. Wir brauchen Essen. Und Moment mal, was ist das hier? Ah, ich habe 4 Credits. Und das heißt, ich kann hier einmal draufdrücken? Okay, aber ich glaube, wir brauchen erstmal nichts, oder? Und es geht weiter. Okay, Katja, ich hole richtig, richtig viele Seeds, dass wir ein Feld anpflanzen können. Ja, wir brauchen Wasser. Wie Wasser? Hier ist kein Wasser. Aber wir brauchen Wasser für ein Feld. Also ich habe ein Äpfelchen. Denkst du, hier ist irgendwo Eisen eigentlich unten? Oder denkst du, das gibt's hier gar nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir brauchen auch Bone Meal, damit die Bäume wachsen und dass wir genug Holz haben. Oh, stimmt. Oder das muss halt von alleine wachsen, aber ich glaube. Oh nein, Epic, ich glaube nicht, dass hier irgendwie, naja, Eisen oder so ist. Hast du Wasser gefunden? Nö. Ach Mann, wir brauchen unbedingt Wasser. Vielleicht können wir uns ja ein Häuslein bauen. Das wäre eine gute Idee. Wir könnten uns eine kleine Base bauen, wo die Zombies nicht hochgehen können. Und da können wir die wegschnetzeln. Aber ich glaube, es kommen später auch Creeper und Skelette und sowas. Okay, das mache ich ja alles mal weg, ja? Ja, ich baue eine kleine Base für uns beide, okay? Okay, warte mal, hier nimm das Steini. Oh, danke schön. Bitteschön. Okay, Moment mal. 38 Steine, das ist sehr gut. Ich werde hier, glaube ich, so eine kleine Base bauen. Schau mal mit so einer kleinen Leiter hier nach oben, bis hierhin. Und von hier oben können wir dann die Zombies wegschnetzeln. So und so. Und oh Gott, das wird gleich wieder Nacht, oh Gott. Und ich habe richtig viel Hunger und ich habe ein Herz verloren schon. Oh nein. Oh oh. Wir müssen wirklich richtig doll viel aufpassen. Und zack und zack. Und schau mal, Katja, du kannst gleich hoch zu mir kommen. Und dann machen wir hier den Gang nach oben zu. Und dann können wir die Zombies wegschnetzeln. Und es ist gleich wieder Nacht. Ach, es ist Nacht. Was jetzt geht kommen los? Schon 3 Zombies pro Seite. Pass hinter dir auf, Katja. Du darfst bloß nicht weggeschnetzelt werden. Ja. Und zack. Und die Zombies sind auch richtig langsam zum Glück. Das ist sehr gut. Und zack. Und ihr werdet weggeschnetzelt. Und zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwann kommen bestimmt auch die kleinen Zombies. Das stimmt. Und vor allem, wenn Creeper kommen, wird es ja richtig knifflig. Da brauchen wir eine richtig gute Base und müssen richtig gut ausgerüstet sein. Und zack. Und zack. Und zack. Und Autschi. Oh, Katja, ich habe 4 Herzen verloren. Echt? Ich habe gar keine Herzen verloren. Warte mal, ich helfe dir. Und Dankeschön. Zack. Sehr nice. Okay, okay. Wir haben es geschafft, aber wir müssen unbedingt ein bisschen Herzen bekommen.
Oh ja. Okay, Moment mal. Ich habe jetzt 9 Credits. Was kann ich denn dafür kaufen? Ich gucke mir mal die Blöcke an. Ich kann verrottetes Fleisch tauschen. Ja, das kannst du auch machen. Oh, stimmt. Gegen Essen kannst du das auch machen. Ja, ich habe 5 Äppchen. Und warte mal, kann ich hier noch was tauschen? Nein, das bringt mir nichts. Okay, wo bekommt man Wasser her? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, kann man sich hier vorne irgendwo Wasser holen? Ich habe 11 Credits und du hast 9 Credits. Können wir uns die Credits irgendwie zusammentun? Ich bin mir nicht ganz sicher. Glaub nicht. Ein Wasser kostet 15 Credits. In der nächsten Runde können wir uns Wasser holen. Ah, okay, nice. So, und warte mal, was können wir uns eigentlich hier vorne holen? Hier sind ein paar Kisten, schau mal. Oh, stimmt, Mystery Boxes. Nice. Da kommt zufällig irgendwas raus, aber so viel Credits haben wir gar nicht. Ach man, okay, dann esse ich die Äpfelchen auf jeden Fall schon mal. So und so und so. Katja, hast du doch ein bisschen was zu essen für mich? Mhm, natürlich, bitteschön. Oh, danke dir. Oh, sehr cool. Okay, ich regeneriere ein paar Herzen und ich würde sagen, wir gehen in Runde 3 und danach können wir uns Wasser kaufen. Okay, Katja, willst du mir eine Spitzhacke geben? Ich habe keine mehr. Aber ich kann dir eine machen, warte. Ja. Hä, wo sind meine Steinis hin? Die hab ich verbaut. Ah, ja gut. Dann hast du gar keinen mehr. Moment mal, ich mach kurz eine Holzspitzhacke, ja? Na gut. So und so. Dann baue ich hier noch 3 Steine. Baum ist gewachsen. Sehr gut, das heißt, wir haben wieder ein bisschen Holz. So und so und so. 3 Steine ist für mich, bitteschön. Da mache ich eine Steinspitzhacke. Und wir müssen auf jeden Fall richtig viel Stein farmen und richtig viele Zombies wegschnetzeln. Auf jeden Fall. Ich habe eine Idee. Und die wäre? Wir könnten uns richtig gut einbauen. Und naja, da können die Zombies nur von einer Seite kommen und da können wir sie wegschnetzeln. Oh, das ist echt eine gute Idee. Warte mal, Kater, so und so. Schau mal, wir könnten hier reingehen. Die Zombies können hier nicht drüber klettern und... Warte mal, ich brauche ein bisschen Erde. Und dann können wir die Zombies na, durch eine Lücke durchschnetzeln. Oh, stimmt. Gute Idee. Es wird so langsam Nacht, Kater. Oh, stimmt. Oh, oh. Skelette. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Erst die Skelette wegschießen. Komm in meine Base. Oh Gott. Die Skelette kommen in meine Base. Autschi. Nein. Oh Gott. Hier. Nein. Schaffst du's? Alles gut? Ja. Ich hab wenig Herzen. Bis mal, die Zombies sind da. Oh Gott. Ich muss was essen. Du kannst nicht einfach drin bleiben. Du musst kämpfen. Ich werde hier weggeschnetzelt. Oh Gott. Ich schnetzel hier alle weg. Oh Gott. Okay. Und zack. Und Moment mal. Wo sind die kleinen miesen, fiesen Zombies? Hallo. Und zack. Da ist noch ein Skelett. Und zack. Du wirst weggeschnetzelt. Und du bist. Ich habe Eisen bekommen. Oh, sehr gut. Und zack. Und zack. Sehr nice. Moment mal, haben wir es geschafft? Ich glaube schon, wir haben alle weggestellt. Da hinten ist doch ein Skelett. Oh Gott, ich habe 3 Herzen. Ich habe auch 3 Herzen. Zack. Ich kann auch noch hier helfen. Oh, ich habe 1 Herz. Ich mache jetzt den Rest. Oh, sehr gut, okay. Oh, nice. Richtig gutes Team. Und jetzt haben wir beide 16 Credits. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall Wasser kaufen. Und was kaufst du dir? Vielleicht erstmal was zu essen. Ich hole mir auch was zu essen. Moment mal. Sehr cool. Okay, dann hole ich Wasser. Das Knochen. Ist nämlich richtig wichtig. Und zack. Und warte mal. Hast du Knochen gekauft? Nein, ich habe mir hier eine Kettenhose gekauft. Sehr cool. Okay, Katja, ich bin auf jeden Fall, naja, schon fertig. Und warte mal, wie viel hat die Kettenhose denn gekostet? 3 Knochen. Okay, ich habe aus dem Knochen Knochenmehl gemacht. Oh, das ist auch nice. Und ich glaube, ich spare noch ein bisschen bei mir. Oh ja, okay. Soll ich auf Weiterklicken? Ja. Okay, ich mache jetzt auf jeden Fall ein Feld. Und Katja? Ja. Du musst mit mir unbedingt in die Base reinkommen. Okay, aber ich weiß ja nicht, ob das so das Wahre ist. Okay, das sollte jetzt echt Knochenmehl. Oh, das hätten wir auch benutzen können, aber naja. So und so und so. Dann hole ich das hier, zack. Oh, sehr cool. Guck mal, wie viele Seeds wir haben. Wir können ein richtig großes Feld bauen. Ich habe noch mehr Seeds. Und noch mehr Felder. Und wir müssen richtig doll aufpassen, dass die Zombies nicht unser Feld kaputt trampeln. Ich habe eine richtig, richtig gute Idee. Was denn? Wir bauen eine kleine Falle für die bösen, fiesen Zombies. Und Moment mal. Du sparst ja deine Credits noch. Ja. Hast du noch ein bisschen Erde für mich? Ja, 2 Stück. Oh, okay, warte mal, so und so. Es geht gleich los. Guck mal, Katja, wir könnten sowas bauen, so und so. Oh. Denkst du, da kommt ein Äpfelchen raus? Okay, 1 habe ich schon abgedichtet. Und was ist das für... Warte, was machst du denn hier für... Oh Gott, ich bin hier runtergefallen. Katja, ich brauche Blöcke. Stell Erde. Danke. So und so und so. Ganz viel Erde. Oh, danke. Willst du dich jetzt einbauen? Ja, dann sind wir auf jeden Fall sicher und haben richtig viel Zeit. So und so und so und so und so. Oh, oh. Ich helfe dir. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Zeit und können hier ganz in Ruhe die Sachen bauen. Da sind Spinnen. Die klettern drüber. Die klettern drüber? Ein bisschen. Die ist drüber geklettert. Katja, hilf mir. Okay, erstmal die Spinnen. Aua. Hinter dir. Die droppen Spinnenaugen. Mit denen können wir handeln. Entschuldigung. 3 Herzen. Oh Gott, pass bloß auf, Katja. Da ist noch eine Spinne. Komm her zu mir. Nein. Oh, wir könnten uns Lava kaufen und die Lava hier vorne hinfließen lassen. Ah, sind es nur Spinnen? Ich weiß nicht. Doch, ich glaube schon, es sind nur Spinnen.
Okay, das kriegen wir hin. Ich glaube, wenn einer stirbt, dann ist es vorbei hier komplett, ne? Nicht über das Feld! Hey, oh Gott, die bösen, fiesen Spinnen. Was macht ihr denn hier für einen Quatsch? Und zack und aus. Sehr gut. Hohoho. Und ich glaube, das hier ist die letzte Spinne. Und warte mal, wir können uns hier noch ein bisschen besser vorbereiten und haben noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist wirklich die letzte Spinne? Ja. Die will da nicht weg. Und Moment mal, Kater. Ich lasse das Feld ein bisschen wachsen. Na, dass wir ein bisschen was zu essen haben und ich habe nicht genug Knochenmehl. Komm her, Spinne. Die sitzt da oben fest. Ja, was macht die denn da für ein Quatsch? Und wir haben es gleich geschafft. Ja. Sehr gut. Oh, jetzt geht's weiter. Und Moment mal, erstmal Essen kaufen. Ich habe nur 3 Herzen. Oh oh. Und warte mal, ich werde mir, glaube ich, Lava holen. Ich kann mir gar nichts zu essen kaufen. Ich hol mir Lava und mache eine richtig sichere Base. Ich kann mir nicht zu essen kaufen. Kann ich Knochen kaufen? Ich glaube, die sind teuer. Moment mal. Ein Stack für 1 Credit. Dann hole ich 3. 1, 2, 3. Okay, okay. Zack und zack. So und so und so. Und Moment mal, ich kann nicht mal richtig laufen. Oh nö. Soll ich auf den Knopf klicken? Nein, warte. Ich mache jetzt hier dieses mal 2 an, ja? Ja, da bekommen wir noch mehr Credits. Sehr cool. Okay, ich habe nur noch 3 Herzen. Das schaffen wir. Und Moment mal, wo spawnen wir denn hier? So, hier werden wir schön zugemacht. Und da sind wir auf jeden Fall richtig doll sicher. Okay, und jetzt, ja. So. Okay. Und da mache ich hier auch noch ein bisschen mehr zu. Moment mal. Wir könnten hier tatsächlich einfach alles zubauen und dann kommen auch keine Spinnen mehr durch. Das ist vielleicht echt eine gute Idee. Okay, warte mal, Kater. Willst du unten immer ein kleines Loch reinmachen, dass wir dort die Monster wegschnetzeln können? Ah, das ist eine gute Idee. Okay, mache ich. So und so. Dann baue ich hier hinten noch ein bisschen weiter. Und wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Die Tage vergehen immer schneller und schneller. Oh, und es ist gleich wieder dunkel. Oh, das stimmt. Aber wir haben hier wirklich eine richtig gute Taktik. Wir können hier einfach wegschnetzeln und... Moment mal. Da sind Spinnen. Ich sehe das ganz genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm mal, die Spinnen nicht. Und zack. Und guck mal, Kater, du kannst nur ein Loch unten drunter buddeln. Schau mal, dass du so tief stehst und dann kannst du alle wegschnetzeln. Ah, gute Idee. Oh, das ist eine echt... Ich werde getroffen vom Pfeil. Oh, das ist ein Skelett. Oh Gott, Kater, das... Autsch, ich habe 2 Herzen. Ich habe 1,5 Herzen. Wir müssen unbedingt hier Lava setzen, damit wir die wegschnetzeln können. Ich gehe einfach einfach raus. Ja, ich mache das genauso. Ja. Okay, ich glaube, hier habe ich alle weggeschnetzelt. Ich bin mehr... Oh Gott, ich höre aber noch was. Ist hier noch was? Hallo? So und so und so. Kuckuck. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich glaube, bei dir ist noch was und ist hier hinten noch irgendwo wer? Hier ist, glaube ich, keiner und... Doch, da ist ein Zombie. Ich höre den ganz Spinne noch da? Und zack, du wirst weggeschnetzelt, du kleiner Zombie. Ist die Spinne noch hier? Das ist ein Skelett, Katja. Das ist ein Skelett und die Spinne. Oh Gott. Ja, ich glaube, die Spinne ist bei mir auch noch da. Oh, oh. Hallo? Und zack und... Der hat eine Kartoffel gedroppt. Eine Kartoffel. Das ist nice. Und zack. Okay, hier wurde auch jeder weggeschnetzelt. Und da drüben, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, sie ist runter. Ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Ich werde sterben. Ich werde... Nein. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Sehr gut. Und zack. Und da. Oh, ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Katja. Oh nein. Du warst schuldig. Hallo. Du warst schuldig. Epic. Aua. Es tut mir sehr leid, ich habe einfach einen Pfeil abbekommen. Wie viele Nächte haben wir überlebt? 3? Ach Mann. Aber das macht so doll viel Spaß. Und es gibt wirklich so doll viele Level. So cool. Oh, stimmt. Und Moment mal. Wenn es euch auch so gefallen hat, dann könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob wir vielleicht nochmal so ein Level spielen sollen. Oh, ich glaube, das wäre richtig, richtig nice. Oh, das stimmt. Ich hätte wirklich richtig, richtig Lust. Ja, zum Beispiel auf die Wüste oder hier hinten auf den Lavasee. Das wäre so cool. So nice. Oh, stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.